Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, und zwar, wer sich erinnern kann, habe ich vor circa einem Jahr mal einen Schreibtisch gebaut. Das Ding ist, der ist mittlerweile recht instabil und da ich dieses Holz hier geschenkt bekommen habe, es handelt sich hierbei glaube ich um Eiche, werde ich aus dem Ganzen jetzt mal einen neuen Schreibtisch. Und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich. Dieses Mal bin ich schon ein bisschen professioneller ausgestattet, denn ich habe dieses Mal sogar einen richtigen Bleistift und ja, Wetterstab. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal das auf die Größe, die wir brauchen. Das sind in diesem Fall 70 cm. Markieren wir mal schön. Und hier auch. Ein rechter Winkel fehlt mir noch. Das heißt, muss ich mir dann einfach in Zukunft mal zulegen. Dann wäre das natürlich ganz perfekt. Aber ja, ist halt so. Besser als nichts, sagen wir mal so. Wobei ich sagen muss, das hier ist, glaube ich, entspricht ungefähr dem Winkel. Nun heißt es mit meiner allseits beliebten Minisäge schneiden. Ihr würdet es natürlich in Schnelldurchlauf sehen, denn das kann ewig dauern mit einer Handsäge. Schön abgeschnitten, zwei Teile rechts, links, und um das Ganze zu befestigen, habe ich mir jetzt gedacht, machen wir einfach mal diese Platte hier schön rauf, damit das schön zusammenhält, oder diese, das muss ich mir jetzt noch anschauen, was da wirklich besser funktioniert. Ich denke, dass das besser funktioniert, weil das kann man schön halbieren, dann kann man hier eins hin. Und dann kann man halt einfach die schön hier an den Seiten ranschrauben. Aber da probieren wir jetzt einfach ein bisschen rum. Und dann sehen wir ja, was besser funktioniert. Vom Abstand her möchte ich natürlich, dass links und rechts wieder der gleiche Abstand ist für das Ganze. In dem Fall sind das, mache ich da jetzt einfach 40 cm. 40 cm und auf der Gegenseite genau das gleiche. Und ich würde sagen, wir schneiden jetzt das mal auseinander, montieren es hin und schauen, wie das Ganze hält. Und ja, lass uns starten. Dieses Mal habe ich das Ganze ein bisschen anders angegangen, und zwar möchte ich dieses Mal Nägel reinhauen. Aus diesem Grund zeichne mal hier jetzt mal schön nochmal die 40 cm ein. Hier ebenso. Und ich habe das in dem Fall auch schon richtig schön, wie man hier sehen kann, die Nägel vorgehauen, damit man das wirklich nur draufsetzen muss. Und das Ganze ist montiert. Also eigentlich relativ simpel. Das Ganze machen wir natürlich dreimal. Jeweils mit 40 cm vom, am Rand jeweils 40 cm rein. Und eins schön in die Mitte, damit es halb bekommt. Das Ding ist, ich werde das auch nochmal halbieren und da dazwischen reinmachen,
damit wirklich der Halt perfekt ist, denn es sind wie gesagt nur Nägel und Nägel, ja, ich denke einfach, das ist zu wenig. Drum würde ich sagen, montieren wir jetzt mal schön die Teile hoch und schauen, wie das Ganze hält. Eigentlich das Gestell rausging quasi. Das ist, Entschuldigung, das ist jetzt gar nicht das Gestell. Hier soll eigentlich dieses Gestell rausgehen. Und damit das hält, brauche ich halt einfach hier ein Holz. Das heißt, ich muss jetzt da eigentlich nur ein kleines Stück rausschneiden und dann das Stück hier hinmontieren. Ja, dann würde ich sagen, mache ich das jetzt mal, montiere das Stück dahin und hoffe, dass das Ganze dann auch soweit funktioniert. Ich habe jetzt hier die Nägel reingeschlagen und jetzt wird das Ganze hier hochgestellt und hier reingedrückt quasi. In der Hoffnung, dass es soweit geht. Natürlich müssen wir das jetzt rechts und links alles schön annageln. Sonst hält das natürlich gar nicht. Drum probieren wir das jetzt einfach mal. So, das hält jetzt soweit. Jetzt möchte ich noch das hier schön in die Mitte hin fabrizieren, damit das schön Halt hat. Die Frage ist jetzt nur, soll ich es gleich so anmachen, wie es jetzt ist, sprich da unten so anmachen, oder ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Aber ich würde sagen, wir machen es jetzt einfach mal. Das, was wir bis jetzt fabriziert haben, hat auch relativ gut funktioniert. Und ja, schauen wir, was dabei rauskommt. Ja, soweit fertig. Jetzt möchte ich das Ganze noch umräumen. Da das stinklangweilig ist, mache ich ja einfach jetzt das Büro, wie es in Zukunft aussehen wird. Und wir sehen uns dann, wenn es soweit fertig ist, dann machen wir eine kleine Roomtour. Ich zeige euch das und ich starte jetzt mal. Ja, das Ganze ist jetzt soweit fertig. Da hinten möchte ich noch eine Couch hin. Allerdings konnte ich mir so eine noch nicht organisieren. Und ja, dann zeige ich euch mal, wie das Ganze geworden ist. Es ist nämlich relativ schick geworden und ich bin sehr zufrieden. Das war's soweit. Ja, wie ich gesagt worden, es ist ziemlich schick geworden. Ist zwar klein, aber fein. Aber mehr brauche ich auch nicht. Und ja, das war's dann für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Abonniert mich da oben. Damit bin ich raus. Ciao!